Hallo, hallo, liebe Freunde. Heute wieder ein Feature-Review eines chinesischen Telefons. Liebe Freunde, am Anfang sage ich es gleich. Wir haben hier nicht Hightech-Technik vor uns liegen. Wir haben hier ein Telefon vor uns liegen. Das kostet, und nun hört gut zu, nicht mal 90 Euro, wenn ihr das sozusagen zu euch ins Haus holt. Das ist schon der Haustürpreis. Also bitte bedenkt, 90 Euro Handy wird jetzt hier vorgestellt. Ich werde deshalb hier auch nicht zu sehr technisch versuchen, das Ding nahezubringen, sondern ich will die Leute erreichen, die sich so ein Handy wohl kaufen für den Urlaub, für die Kids oder die ihre ersten Schritte mit einem Smartphone tun wollen, und das vielleicht aus China. Da werdet ihr hier ganz gut beraten sein, wenn ihr einfach mal ein klein wenig Geduld habt und euch meine Geschichten in Ruhe anhört. Ja, ich habe das schon eingeschaltet. Ich habe ja auch ein sehr ausführliches Unboxing eingestellt in das Netz. Das richtet sich dann schon mehr an die technisch Interessierten. Schaut euch das an, dann stelle ich sozusagen alle Bedienelemente vor. Das werde ich hier nicht wiederholen. Wir haben also ein Handy, das ist ein 5 Zoll Handy mit einem Akku, den man entnehmen kann. Wir haben hier die üblichen Bedienelemente, Lautstärke, Regelung, Ein- und Ausschalter. Wir haben hier unten die Dutch Keys, die ihr nutzen könnt, um das Handy zu bedienen. Auf dieser Seite haben wir gar nicht, brauchen wir auch nicht. Warum? Weil man kann die Rückwand entfernen, man kann den Akku rausnehmen und man kann die SIMs, übrigens zwei SIMs, bequem in das Gehäuse einlegen. Also, ihr merkt, das ist ein Low-Budget-Handy, sehr, sehr einfach gebaut, aber eben hervorragendes Design, hervorragende Qualität. Ich kann nur sagen, für den Einsteiger würde ich erstmal sagen, optisch ist das schon eine Wucht. Das ist jetzt sozusagen die Bedienoberfläche. Da hat der Hersteller, nämlich Ligu, so ein kleines eigenes Interface drüber geschlüpft. Das ist aber ziemlich nah an Android. Da werdet ihr also sozusagen bei der Bedienung null Probleme haben. Da gibt es so, hier werdet ihr das sehen, da gibt es so ein paar Dinge, die ein bisschen abweichen von der Android-Standardoberfläche. Ihr seht, man kann also hier sozusagen lustig in die einzelnen Homepages gehen. Man kann auch die Homepage Nummer 1 aufrufen, und da seht ihr hier diese Touch-Taste auf der linken Seite, bringt euch dann schon ein klein wenig näher das System. Das will ich jetzt gar nicht mit euch toll abklappern. Man kann hier sozusagen sich alles Mögliche einstellen. Man kann also da auch den Desktop sich konfigurieren. Man kann hier neue Icons, Folder anlegen, und man kann natürlich auch hier gewisse Veränderungen durchführen. Man kann jetzt eine neue Homepage hinzufügen. Das erschließt in aller Ruhe, ist nicht kompliziert, sage ich gleich, ist also sehr einfach, wenn auch hier der Nachteil ist, obwohl Deutsch eingestellt, dass das eine oder andere also immer noch in Englisch erscheint. Interessanter sind immer dann diese Einstellungen, und der Anfänger von euch, der wird natürlich am Anfang zunächst erstmal das Handy einschalten, wird das WLAN konfigurieren. Das ist wichtig. Warum ist es wichtig? Zeige ich euch gleich. Verbindet ihr also euch mit dem WLAN. Wenn ihr das dann gemacht habt, dann geht einfach in den Einstellungen mal hier ganz runter, geht ganz runter, und das seht ihr hier oben, kann man das erkennen. Der Hersteller hat das sozusagen etwas geteilt. Er hat das hier in zwei Gruppen gebaut, und damit wir das besser sehen, ziehen wir jetzt mal hier diese Folie ab. Die war natürlich drauf, um das Handy beim Verkauf zu schützen, und gehen jetzt mal in die Einstellung. Und da wollte ich euch ja zeigen, was ihr am Anfang machen sollt, und zwar nämlich genau das. Ihr blättert einfach runter, geht in das über Telefon und prüft, ob es eine neue Firmware gibt. Wow, das ist schon was, ne? Also ihr braucht euch um die Aktualisierung der Firma überhaupt nicht kümmern, sondern das wird über das WLAN automatisch geschehen, wenn es einen neuen Update, also eine neue, aktuellere Version der Firmware gibt, würde sich das sozusagen melden, und ihr müsst an der Stelle dann nichts weiter tun, als den Anweisungen folgen. Also, OTA heißt das, Software Update über das WLAN ist also hier realisiert.
Das soll es schon bei den Einstellungen sein. Ich gehe sonst viel, viel detaillierter darauf ein. Aber bei so einem Handy, bei so einem Klientel, würde ich sagen, lassen wir es mal nicht zu sehr technisch werden. Jetzt hatte ich euch ja schon gezeigt, dass hier verschiedene Dinge da sind. Es sind natürlich erstmal Vorinstallationen da. Ich habe aber für den Test einige andere Apps nachgesetzt. Ihr könnt ganz beruhigt sein. Der Play Store, ja, ist hier vollständig einsatzbereit. Das heißt also, ihr könnt hier jede beliebige Anwendung, die im Play Store zu finden ist, hinzufügen. Völlig problemlos. Das Handy kommt 100% einsatzfähig aus China zur Nutzung bei euch an. Jetzt, liebe Freunde, gehen wir doch noch mal ein bisschen in das Innere bezüglich der Leistungsfähigkeit. Da gibt es ein wunderschönes Programm. Braucht ihr nicht. Es ist 16:45 Uhr. Da halte ich die Spannung hoch, weil diese Zeitansage hat schon seine Ursachen. Ist nicht etwa ein Radio, sondern das ist unser GPS-Testprogramm. Aber, liebe Freunde, wir wollten uns ja jetzt mal anschauen, so ein bisschen das Innenleben und die Leistungsfähigkeit. Und da gibt es diese AnTuTu Benchmark-Test-App. Die habe ich natürlich schon gestartet. Ihr seht hier, naja, 24.725, liebe Freunde, technisch. Oh, das ist nicht toll, ne? Das ist also ganz unten angesiedelt. Gamer, jetzt könnt ihr abschalten. Das Handy ist nicht für euch gedacht. Das ist eher für andere Dinge gedacht, nämlich für eine Kommunikation in sozialen Medien, in WLAN und zum Telefonieren. Also, warum ist das so relativ gering? Das kann man sich ganz leicht anschauen, indem man einfach mal hier so ein bisschen das Innenleben beschnarcht. Android hatte ich schon gesagt, 5.1 ist relativ aktuell. Es gibt natürlich das 6.0, klar werde ich jetzt sagen, aber nochmal, ich wiederhole mich, 89 Euro. Ne? Und dieser chinesische MT6735, noch dazu mit 1 GHz getaktet, ist natürlich nicht leistungsfähig oder nicht der leistungsfähigste. Die Chinesen haben viel bessere. Okay, aber das nur am Rande. Da gibt es auch eine GPU, also ein Teil, der sozusagen das Display ansteuert. Und das ist die Mali T720. Und die gestattet bei diesem Handy uns eine Auflösung von 540x960 Pixeln. Ihr seht hier schon, eine Kamera ist drin. Nicht nur eine, es sind zwei. Das gibt also hinten und vorn eine Kamera und die sind Mittelklasse, also die sind schnappschusstauglich, sehen wir uns später an, aber 8,3 Megapixel nativ ist dann schon eine nicht zu kleine Größe. Ja, Speicher, viele werden natürlich dann Spiele und was auch alles installieren. Zu den Speicher, es hat einen 1 GB RAM-Speicher. Was bedeutet RAM? RAM ist der Arbeitsspeicher, das ist ein eigener Baustein und der bestimmt, wie viele Programme ihr parallel sozusagen im Hintergrund halten könnt. 1 GB ist nicht so reichlich, aber für diesen kleinen Zwerg immer noch ausreichend. Ich finde, es gibt keine entscheidenden Behinderungen. Das vergessen wir jetzt mal. Aber der eMMC-Speicher, also wie viel kann ich denn nun wirklich abspeichern auf dem Handy, ist entscheidend. Und das sind hier knapp 12 GB, ist ein 16 GB eMMC-Speicher eingesetzt. Und natürlich braucht das System auch irgendeinen Speicher. Aber den User bestehen immerhin knapp 12 GB zur Verfügung. Und das ist für die meisten vollständig ausreichend. Und noch dazu könnt ihr hier sogar eine SD-Karte einstecken. Zu dem System hatte ich mich schon geäußert, ist immerhin ein 64-bittiges Android. Die Mali hatte ich euch schon gezeigt. Hier noch Angaben zur Kamera. Und irgendwann werden wir hier auch mal an die Stelle gelangen, wo die Sensoren angezeigt werden. Aber das zeige ich euch in einem kleinen Programm viel, viel instruktiver. Nicht so lange technisch. Ihr wollt natürlich auch den Bildschirm berühren und wie viele Finger, ne? Wie viele Finger werden sozusagen beim Berühren des Bildschirmes erkannt. Ich lege jetzt mal einen auf und die restlichen 5. Ja, ihr seht, ist ein 5-Touch-Display für die untere Preisklasse. Ist das schon, wow, das ist schon gut. Also manche haben an der Stelle nur ein 2-Finger-Touch-Display.
Ja, ich hatte euch ja versprochen, mal klein wenig euch die Sensoren vorzustellen. Was sind Sensoren? Das sind Elemente, die die Bewegung des Handys lokalisieren, die sozusagen euch zeigen, ob das Handy bewegt wird oder die euch beim Telefonieren das Display aus dunkel schalten. Also dieser Annäherungssensor ist dafür verantwortlich. Und es gibt auch einen Lichtsensor. Wozu ist ein Lichtsensor gut? Ein Lichtsensor braucht er, um die Helligkeit des Displays den Umgebungsbedingungen anzupassen. Also diese drei, ja, wir kommen gleich dahin, diese drei elementaren Sensoren sind eingesetzt. Manchmal ist sogar bei solchen Low-Cost-Handys auch ein Magnetsensor drin, hier in diesem Fall nicht. Ja, liebe Freunde, dieses Programm, das war im Hintergrund gestartet, hat uns natürlich immer die Zeit serviert. Ob man das will, weiß ich nicht, man kann das natürlich abschalten, aber GPS, ja, es ist sogar fähig, ein GPS-Signal zu empfangen oder mehrere GPS-Signale zu empfangen. Hier bin ich im Zimmer. Nicht enttäuscht sein, dass hier so wenige angezeigt werden. Es werden ausschließlich die USA-Satelliten angezeigt, also die GPS-Signale angezeigt. GLONASS, das sind die russischen Signale. Und die chinesischen und die europäischen werden hier nicht genutzt zur Navigation und demzufolge auch nicht angezeigt. Ja, das mit den Kompass hatte ich euch schon gesagt, brauche ich euch nicht zeigen, müsst ihr mir einfach glauben, also Kompass gibt es hier nicht. Ja, die meisten von euch wollen natürlich auch mit einem Smartphone telefonieren, dazu muss natürlich das Smartphone empfindlich genug sein, also die muss auch die Telefonsignale auch genügend gut empfangen. Ich zeige euch hier, dass die Empfindlichkeit völlig durchschnittlich ist, ich bin hier sozusagen weit entfernt von jeder guten Empfangssituationen und trotzdem habe ich hier relativ starken Pegel. Und was kann ich an und sich für Bänder, für Frequenzen nutzen? Das schauen wir uns jetzt gleich mal vollständig an. Ja, unsere chinesischen Freunde haben da sich doch schon raffinierte Programme ausgedacht, nämlich dieser MTK Engineering Mode kann uns jetzt sehr genau sagen, mit welchen Bändern ich wohl telefonieren kann, und das ist an sich auch relativ einfach. Ihr könnt in Deutschland jeden Provider nutzen, ihr habt alle Bänder zur Verfügung, und das nicht nur in Deutschland. Für die Leute, die das mit dem Frequenzen nicht so genau wissen wollen, hier noch eine wichtige Botschaft. Liebe Freunde, das ist ein LTE-Handy. Ja, ihr hört richtig, LTE-Handy, und voll kompatibel mit jedem Provider in Deutschland, auch mit diesen berühmt-berüchtigten Band 20, was viele Chinesen überhaupt nicht haben. Selbst die besten Chinesen haben manchmal das Band 20 aus lizenzrechtlichen Gründen nicht. Aber dieses kleine preiswerte Handy hat das Band 20, also bingo, voll LTE. Ja, das war erstmal der erste Schritt. Jetzt die Frage, na und, du kannst uns viel erzählen. Ich will mal hören, wie kann ich denn überhaupt telefonieren und wie klingt's? Und das zeige ich euch jetzt. Ja, da gibt es diese Telefon-App, die ist natürlich noch ziemlich leer. Ich habe hier natürlich nicht meine Kontakte eingepflegt. Das ist immer bei so einem Review schon ein bisschen komisch, wenn man hier die ganze Adressbuch lesen kann. Gucken wir mal, welche drin sind. Ja klar, die Mailbox ist drin und die rufe ich jetzt einfach mal an. Es ist noch nicht ausgelöst, jetzt rufen wir an. Jetzt schalten wir den Lautsprecher ein. So, und warum mache ich das überhaupt? Okay, da habt ihr gleich mitbekommen, wo der Ton rauskommt, ne? Und wie es klingt. Ich wiederhole das mal, dass diejenigen, ja, danke, dass diejenigen, die das dann ans Ohr halten und sich wundern, warum das Display ausgeht, nicht erschrocken sind. Das ist natürlich gewollt. Ich hatte ja gesagt, das Ding hat einen Annäherungssensor. Das heißt also, wenn ich anrufe, er ruft und ich halte es ans Ohr. Da geht natürlich das Display aus, wenn es dann angekommen ist, dann schon nicht mehr. Ja, liebe Freunde, das war die erste praktische Nutzung des Handys. Ich habe noch ein paar andere in petto. Hey, was ist das, werdet ihr sagen? Sieht ja sowas von unübersichtlich aus. Nein, liebe Freunde, das ist sozusagen ein Programm, das ermittelt, ob ihr mit den Wi-Fi verbunden seid und welche Wi-Fi-Signale wohl euch zur Verfügung stellen. Natürlich melden sich hier meine Router und meine Nachbarn melden sich. Außerdem, ich bin natürlich mit einem
dieser Kanäle meines Bruders verbunden. Da ist immer wichtig, schaut, ich sitze hier im ersten Stock, Betondecke dazwischen, das ist schon ein Stückchen Entfernung vom Router. Empfindlich genug ist es, aber Leute, ihr wollt ja nicht nur empfindlich sein, nein, ihr wollt auch wissen, ob ihr stabil seid. Und das ist dann viel wichtiger als diese Empfindlichkeit, die natürlich gut sein muss. Und ihr seht, ja, er legt jetzt verschiedene Verbindungen in meinem Haus, also zu dem Router und so weiter. Und ihr seht, stabil genug, also die Empfindlichkeit und die Stabilität ist völlig ausreichend. Also ihr werdet hier Freude an der Nutzung des Wifis haben, die allerdings ein wenig getrübt wird. Ja, wenn wir jetzt mal sehr genau hinschauen, es gibt mittlerweile zwei Bände. Also es gibt das 2,4 GHz Band und das 5 GHz Band für die, die das nicht wissen wollen. In Ballungsgebieten, dann findet man immer schlecht einen Kanal, der noch nicht belegt ist. Und dazu nutzt man auch das 5 GHz Band. Das ist hier nicht umgesetzt. Leute, das ist eher bedauerlich. Also das hätte man sich bei diesem Low-Cost eigentlich schon leisten können. Ja, liebe Freunde, was kann ich denn nun mit diesem Wifi tun? Gute Frage. Nächste Frage. Ich kann natürlich in das WWW, in das weltweite Netz gehen und da werden wir mal den Chrome nutzen, also einen Browser nutzen. Wow, ich bin natürlich hier dann schon irgendwo drin. Ich habe mir also einen Favoriten gebaut. Und diesen Beitrag bei Android Hilfe könnt ihr noch ganz viele tolle andere interessante Sachen von mir sehen und nachlesen. Ja, jetzt habe ich sozusagen einen Beitrag von mir aufgerufen. Nicht, damit wir den jetzt gemeinsam hier lesen können. Ich will euch einiges zeigen. Kritiker werden sagen, okay, 5 Zoll und diese relativ geringe Auflösung, kannst du den überhaupt was erkennen? Ich persönlich kann etwas erkennen. Ich hoffe, dass ihr auch etwas erkennen könnt. Also die Konturen der Schrift sind schon sehr deutlich zu sehen. Ihr habt hier also keine optischen Probleme bei diesem Display. Das Display übrigens ist so schlecht gar nicht. Ne? Jetzt will ich mal ein Video aufrufen und euch zeigen, dass man natürlich hier auch Videos abspielen kann. Hab das jetzt mal ans Mikrofon gehalten. Jetzt ist es natürlich so, dass uns das stört. Ich will das schon im Vollbildmodus haben. Das hat Ursachen. Das halten wir jetzt einfach mal an und schauen, warum das nicht im Vollbildmodus da ist. Und da lernt ihr wieder ein neues Menü kennen. Ihr seht, man kann hier sozusagen in diesem Shop-Menü auch sagen, nee, Display dreh dich nicht. Diesmal habe ich dieses automatische Drehen ermöglicht. Jetzt können wir uns das nochmal anschauen. Eigentlich müsste er jetzt mitkriegen, ja, wunderschön, dass es auch im Vollbildmodus formatfüllend möglich ist. Und das genießt einfach mal, nicht etwa mein Review, sondern genießt irgendwie das kleine Ding. Das hat ein sowas von gutes Display. Also ich bin sehr zufrieden bei 80 Euro mit dieser Blickwinkelstabilität. Das ist immerhin ganz gar nicht so schlecht. Der Ton, hatte ich euch ja gezeigt, ist sozusagen nicht so toll, aber er immer noch sehr verständlich kommt hier aus diesen kleinen Lautsprecher. Ja, das war die praktische Nutzung. Ja, liebe Freunde, jetzt will ich euch noch was für die Musikfreunde zeigen. Ich bleibe diesmal bei der praktischen Seite. Ich habe hier oben irgendetwas stecken, das ist nicht etwa eine Antenne, nein, das ist ein USB-ODG-Kabel, da ist ein Stick dran, ein Memory-Stick dran, da ist Musik drauf und die hören wir uns jetzt einfach mal an. Wie machen wir denn das hier bei diesem Ding? Einfach mal ein bisschen blättern, da werden wir doch bestimmt etwas finden. Ja, das sieht ja schon gar nicht so schlecht aus, ja. Und wollen wir mal sehen, was er so bietet. Achtung, hier kommt der Jackson. Das will ich ehrlich gesagt nicht so, weil das ist ein großes Problem für das Lizenzgeschehen. Gehen wir doch mal einfach in die Musikanwendung. Ja,
ihr seht, also ihr könnt diesen Plattenspieler benutzen, da müsst ihr aber, muss ich aufpassen, dass ich euch jetzt hier keine lizenzierten Titel rüberbringe, dann sperrt YouTube mir mein Video und dann habe ich überhaupt nichts davon. Ich sehe hier, ich habe hier ein bisschen was anderes noch in Vorbereitung, das spielen wir jetzt einfach mal ab. Ich halte es jetzt nur noch ein bisschen an Lautsprecher. Jetzt beenden wir das. Ihr seht, auch diese praktische Nutzung ist voll funktionsfähig und so schlecht klingt es nicht. Zum Schluss zeige ich euch noch die Kamera. Ja, ihr seht, ich kehre einfach mal wieder zurück. Hier unten, das sind Favoriten, ja? Die bleiben beständig stehen, ja. Die Favoriten, und wer oft die Kamera nutzt, der kann ganz einfach zum Beispiel diesen Favoriten hier hochholen und die Kamera in die Favoriten holen. Wow, und jetzt habt ihr die Kamera auf jeder Seite zur Verfügung. Hier passen 5 solche Dinge rein. Wir können rein theoretisch ja wieder das Ding hier mit unterbringen. Jetzt haben wir hier unten 5 Favoriten. Persönliche Geschmack entscheidet, aber Kamera. Hier ist also eine relativ gute Kamera verbaut. Schaut euch die Bilder am Ende des Videos an. Was ich euch hier zeigen will, ist eigentlich nichts weiter, als dass wir mal ein Foto machen. So, wir müssen das natürlich fokussieren, das ist ja ganz klar. Jetzt ist es fokussiert. Das können wir uns anschauen, das können wir auch reinzoomen, also fotografieren funktioniert, reinzoomen geht. Wichtig sind eigentlich dieser Bildschirm ist wichtig. Hier seht ihr, welche Einstellungen möglich sind, wenn ihr jetzt mal in den Kameramodus geht, also nicht in den Video, sondern in den Fotografiermodus geht, seht ihr, welche Dinge ihr hier verändern könnt. Da ist immer wichtig, welche Bildgröße ihr einsetzt. Die Vorschaugröße ist im Moment 4:3. Wir können die natürlich auch auf Vollbild stellen, damit habt ihr volles Format in euren Bildern. Die Megapixelzahl wird nicht größer und auch nicht kleiner als 8 Megapixel an der Stelle sein. Ihr könnt natürlich in der Pixelzahl nach unten gehen. Das überlasse ich eurem persönlichen Geschmack. Das ist sozusagen das Wichtigste, was ich euch im Fotomodus zeigen will. Und vielleicht werfen wir auch mal einen kleinen Blick auf dieses Einstellungsmenü. Da könnt ihr verschiedene Modis einstellen. Ihr könnt sogar ein Panoramafoto schießen, wenn ihr das wolltet. Und ihr könnt die Kamera drehen. Und natürlich auch Fotos mit der Selfie-Kamera machen. Diesmal bin ich nicht technisch gewesen. Diesmal habe ich euch die grundlegenden Eigenschaften des Handys nahegebracht. Ich hoffe, ihr habt klein wenig Geduld gehabt und seid bis zum Ende dabei gewesen. Liebe Freunde, ich sage es noch einmal. Dieses Handy ist ein Low-Cost-Handy. Es ist nicht mal 100 Euro wert. Es kostet so, ich kann da immer nicht so genaue Preise nennen, das ist immer sehr unterschiedlich, sind Tagespreise und es sind die Händler auch sehr unterschiedlich, aber ihr werdet es mit Sicherheit für 90 Euro bis an eure Haustür geliefert bekommen und da könnt ihr euch tatsächlich mal überlegen, ob ihr nicht anfangen wollt mit so einem Smartphone. Die Älteren unter euch, die können mal 80 Euro investieren und sich langsam rantasten. Groß genug ist es ja vielleicht. Und den Kids, na gut, ich meine, ich richte mich jetzt nicht an diejenigen, die ihre Kinder elitär erziehen. Ich richte mich jetzt an die Eltern, die einfach mal den Kind für 80 Euro eine kleine Freude machen wollen und immer wissen wollen, wo es eigentlich ist. Liebe Freunde, das war's. Ich hoffe, ich habe euch nicht gelangweilt. Schaut immer wieder mal auf meinen Kanal vorbei. Versteht meine etwas sarkastische Art. Ich bin da immer gut drauf und ich habe natürlich die nötige Distanz gegenüber solchen technischen Geschichten. Sehe das sehr realistisch und im Großen und Ganzen, ich persönlich, wenn das meine Kinder würden, würde ich sagen, na gut, dann wollen wir mal versuchen, euch langsam in die Smartphone-Welt einzuführen. Meine Kinder sind schon über alle Berge und deshalb habe ich jetzt auch Zeit für solche Reviews. Danke für eure Aufmerksamkeit und nicht vergessen, Daumen hoch, das gibt mir Kraft, Daumen runter, schreibt runter, was euch nicht gefällt. Da werde ich mir Gedanken machen, ob ich es ändern kann oder eben auch will. Ciao!